Sie haben mit US-Kollegen und kanadischen Anwälten zwei große Klagen auf dem amerikanischen Kontinent eingereicht. Haben Sie da schon Bescheid von den Gerichten bekommen? Sind die Klagen angenommen? Ja, beide Klagen sind angenommen. Die kanadische Klage ist die, die wir als erste, ist aber nur eine von mehreren, als erste Class Action bezeichnen, also die erste Sammelklage, hinter der sich dann auch die international durch den Drosten-Test Lockdown Geschädigten versammeln können. Also das hat sich inzwischen rumgesprochen, dass dieser PCR-Test die Mutter allen Übels ist und die Behauptung, es gäbe asymptomatische Infektionen. Asymptomatische Infektionen bedeutet, dass jeder, der bis hierhin, bis Corona, als gesund galt, weil er nämlich keine Infektionen hatte, also bis hierhin ist auch noch nie jemand zum Arzt gegangen, hat gesagt, guten Tag, ich würde gerne von Ihnen wissen, ich habe zwar nichts, aber ich würde gerne von Ihnen wissen, ob ich in 2, 3 Jahren krank werde. Also bis hierhin hätte man gesagt, Stuss. Aber diese Behauptung asymptomatischer Infektionen ist die Kernbehauptung, die dazu geführt hat, dass die Menschen tatsächlich voreinander Angst haben, obwohl keiner sichtbar irgendwas hat. Die zweite Behauptung ist die, dass man mithilfe dieses Drosten-PCR-Tests Infektionen messen könne. Beides ist falsch, wie wir inzwischen von sämtlichen Wissenschaftlern bestätigt bekommen haben, wie aber auch die Studien, die sogar von der WHO in Bezug genommen werden, bestätigen. Die jüngste Studie aus Wuhan, ich glaube mit 400.000 Teilnehmern, zu den asymptomatischen Infektionen sagt, es gibt sowas nicht. Und selbst Herr Fauci, das ist das Gegenstück zu Drosten in den USA, selbst der hat ja gesagt, selbst wenn es das gäbe, hat es jedenfalls keine Auswirkungen auf das Gesamtinfektionsgeschehen. Heißt, wenn jetzt auch noch rauskommt, dass der PCR-Test eben nicht das kann, was Herr Drosten behauptet, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Wir erwarten, das ist die zweite Klage, die Sie eben angesprochen haben, die ist in New York anhängig gemacht worden von den Kollegen. Wir erwarten dann nächste Woche im Eilverfahren eine Entscheidung zu unseren Gunsten. Sie haben gerade gesagt, die tiefen Taschen, in die Sie greifen wollen, was Schadensersatz angeht, wem gehören die tiefen Taschen? Also das ist eine besondere Klage. Diese Klage hat unter anderem natürlich auch, wenn ich mich recht entsinne, Bill Gates und seine Bill und Melinda Gates Foundation zum Gegenstand. Das sind dann die ganz, ganz weit hinten stehenden Hintermänner, aber es sind auch noch geschichtlich sehr gut aufbereitet, was diese Machtstrukturen angeht, die über Jahrhunderte entstanden sind und deren Fühler in Anführungsstrichen, deren Abgesandte in den pharmazeutischen und in den Tech-Konzernen sitzen. Das sind unter anderem zum Beispiel auch die katholische Kirche. In Weimar scheint es ja auch einen interessanten Richter zu geben, der auch relativ mutig ist oder ziemlich mutig sogar. Der hat ein Urteil gefällt, danach sind Kontaktbeschränkungen verfassungswidrig. Die Staatsanwaltschaft Erfurt will das Urteil nun kippen und Rechtsbeschwerde einreichen. Was ist an diesem Urteil so gefährlich, dass sofort so scharf geschossen wird? Also der Richter, der das Urteil geschrieben hat, ist nicht nur einer von den Charakterstarken, auf die Kollege, den wir im Ausschuss hatten, Thorsten Schleif, schon Bezug genommen hat, sondern der ist außerdem außerordentlich klug. Und klug geschriebene Urteile sind deshalb gefährlich, weil man sie so gut wie gar nicht aufheben kann. Der hat erstens verstanden, dass er nicht vorlegen muss, weil er eine Verordnung für verfassungswidrig hält. Das muss man, wenn ein Gesetz aus Sicht eines Richters verfassungswidrig ist, dann muss man vorlegen. Das hat er aber nicht tun müssen, sondern er hat verstanden, das kann ich selbst regeln, das ist nur eine Verordnung. Und hat festgestellt, dass diese Anti-Corona-Verordnung in Thüringen, die aber gleichlautend in allen anderen Bundesländern existieren, dass die nicht nur gesetzwidrig, sondern verfassungswidrig und damit nichtig ist. Er hat insbesondere darauf hingewiesen, dass es null, aber auch null Evidenz dafür gibt, dass wir jemals eine epidemische Lage nationaler Tragweite hatten. Die ist zwar beschlossen worden vom Bundestag, aber offenbar von Idioten, die nicht drüber nachgedacht haben, was man dafür braucht oder die einfach nur Kommandos befolgt haben. So hart will ich das mal jetzt formulieren. Denn wenn man nur eine Sekunde nachdenkt, dann kommt man darauf, dass das zentrale Element der epidemischen Lage nationaler Tragweite die Überforderung des Gesundheitssystems ist, also volle Kliniken. Das Gesundheitssystem war bei uns in Deutschland bestimmt seit 2013, meine Schwester ist Krankenschwester, ich bin mit einigen Ärzten sehr eng befreundet, immer wieder, wenn eine Grippewelle kam, am Rande der Überforderung. Überfordert war es nie.
Und jetzt war es erst recht nicht überfordert. Es gab nie, zu keinem Zeitpunkt, eine Situation, wo die Betten, die ICU, also die Intensive Care Unit Betten, nicht ausgereicht hätten. Im Gegenteil, wir waren ja sogar in der Lage, noch Leute aus dem Ausland aufzunehmen. Und nochmal im Gegenteil, es gab ja sogar im letzten Jahr Krankenhausschließungen ohne Ende und mehrere tausend Betten wurden sogar komplett abgeschafft. Also das hat der Richter außerordentlich brillant, würde ich fast sagen, zu Papier gebracht und hat dann gleichzeitig darauf hingewiesen. Aber wenn wir uns angucken, was die Maßnahmen angerichtet haben, nämlich Tod und Verderben gebracht im wahrsten Sinne des Wortes und natürlich Existenzen am laufenden Meter zerstört, dann passt die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht. Und sein Fazit ist, ich habe das wörtliche Zitat jetzt nicht mehr, also ich habe es hier irgendwo rumliegen, aber sein Fazit ist, dass es sich um eine katastrophale Fehlentscheidung, ich glaube, das ist das Zitat, der Politik handelt. Mal zurück zu Ihren Klagen. Wir haben jetzt die zwei auf dem amerikanischen Kontinent besprochen, aber Sie haben ja noch andere Klagen in Vorbereitung oder auch schon raus. Erzählen Sie mal. Also wir haben eine erste Klage für Wolfgang Wodak gemacht. Das war eine Arbeit, die ich zusammen mit mehreren Kollegen gemacht habe. Da steht der PCR-Test im Zentrum. Da sind wir detailliert auf den PCR-Test eingegangen, hatten aber zu dem Zeitpunkt, als wir die Klage eingereicht haben, noch gar nicht diese wunderbaren neuen Erkenntnisse, zu denen jetzt auch die WHO zum Beispiel gelangt ist und andere. Die Klage haben wir gegen diese Schmierfinkener Volksverpetzer heißen die, glaube ich, eingereicht. Also wir wissen inzwischen, dass diese sogenannten Faktenchecker, Volksverpetzer, Korrektiv und so weiter, Leute sind, die man kaufen kann. Das habe ich mitbekommen, als ich mich in einige Senatsanhörungen in den USA eingeklinkt habe. Da hat der Senat, im Kongress der Senat, die führenden Figuren der Social Media, also von Facebook, von Google, YouTube und von Twitter angehört. Jack Dorsey, Mark Zuckerberg und noch so ein paar Leute. Und auf drängendes Befragen mussten die dann zugestehen, dass sie sich koordinieren, um andere Meinungen zu Fall zu bringen, die ihnen oder denjenigen, auf deren Anweisung sie handeln, nicht genehm sind. Und das machen sie, indem sie Faktenchecker einkaufen und die dazu veranlassen, möglichst unter einem anderen Namen irgendeinen Artikel zu schreiben. Auf den beziehen sich dann die Faktenchecker und berichten darüber, dass den sie selbst geschrieben haben und berichten dann darüber, dass Wolfgang Wodak lügt. So läuft das Geschäft. Wir haben uns gedacht, das muss auch mal ein deutsches Gericht sehen. Und diese Klage hat den Vorteil, dass wir sie als äußerungsrechtliche Klage eingereicht haben. Das bedeutet, derjenige, den wir angreifen, in diesem Fall also diese Volksverpetzer, der behauptet, Wolfgang Wodak würde lügen, wenn er sagt, die PCR-Tests könnten keine Infektionen feststellen. Derjenige, den wir deshalb angreifen, muss beweisen, dass Wolfgang Wodak lügt. Das wird nach allem, was wir jetzt haben, nicht mehr möglich sein. Der Test kann also nicht ausschließen, trotz Positivtest, dass irgendein ganz anderer Krankheitserreger die Symptome, falls es überhaupt welche gibt, sonst ist man gesund, die Symptome, die da sind, verursacht hat. Und das hat die Wissenschaftlerin Dolores Cahill gerade bestätigt. Sie hat in den USA 1500 PCR-positive Tests untersuchen lassen, sequenziert, also versucht rauszukriegen, was ist denn das? Und kein einziger war Covid-19, sondern alle waren entweder Influenza A oder B. Heißt, es besteht immer mehr der Verdacht, dass hier entweder eine normale Grippewelle, so wie damals bei der Schweinegrippe auch, etikettiert wurde in eine Pandemie. Oder aber auch dafür gibt es Hinweise, dass hier bestimmte Experimente mit Viren, möglicherweise sogar Biowaffenexperimente, die in Wuhan durchgeführt wurden, zu einem Virusausbruch geführt haben. Was aber im Ergebnis nichts ändert, denn offenbar sagt ja die WHO auch, offenbar ist die Gefährlichkeit dieses Virus, ob nun natürlich oder teilweise künstlich, nicht größer als die der normalen Grippe, weil die Infection Fatality Rate, also die Sterblichkeit bezogen auf die Infektionsrate bei 0,14% liegt und das entspricht in etwa der einer Grippe. Bislang haben wir ja noch von keinen Untersuchungen gehört, die Kollateralschäden ermitteln. Also wie viele Menschen durch die Maßnahmen gestorben sind oder vielleicht noch sterben werden, wie viele Menschen wirtschaftlich ruiniert sind. Wird man das jemals ermitteln können?
Ich glaube ja, das ist auch einer der tragenden Pfeiler der Entscheidung des Richters am Amtsgericht Weimar. Das ist ja das Ergebnis. Sein Ergebnis war ja, dass hier schon, weil die Maßnahmen zu so verheerenden Folgen geführt haben und auf der anderen Seite keinerlei Evidenz dafür ist, vorhanden ist, dass es hier tatsächlich eine Pandemie gibt, also in dem Sinne, dass hier eine Überforderung des Gesundheitssystems drohte, sei das Ganze unverhältnismäßig. Er weist darauf hin, und ich bekomme, und wir bekommen das im Ausschuss über den Whistleblower, über das Whistleblower-Tool immer wieder mitgeteilt, dass hier serienweise die Suizide in die Höhe geschossen sind, dass hier nicht durchgeführte medizinische Behandlungen, Krebstherapien und so weiter zu Todesopfern geführt haben. Merkwürdigerweise haben wir bisher trotzdem keine Übersterblichkeit in Deutschland, also nicht mehr Tote als sonst auch. Es wurde nur jetzt, das ist der Eindruck, den man bekommt, es wurde jetzt fast jeder, der gestorben ist, als Covid-Toter gemeldet. Und das hängt damit zusammen, auch das sammeln wir gerade ein, dass es hier massivste finanzielle Incentives gibt für Ärzte und Kliniken, Menschen, die an irgendwas leiden, zu Covid-Kranken umzudeklarieren. Man bekommt in den Kliniken und als Arzt, insbesondere auch wenn man dann Totenscheine ausstellt für jemanden, der keine Ahnung vom Bus überrollt worden ist, das hat uns ein Bestatter berichtet, bekommt man einfach mehr Geld, wenn man dann anstatt in Busunfall als Todesursache aufzuschreiben, Covid reinschreibt. Jetzt sagen natürlich viele Menschen, wenn das alles so wäre, warum macht unsere Politik das dann so, wie sie es macht? Was sagen Sie? Per Panik wurde dafür gesorgt, dass Maßnahmen der Politik durchgesetzt werden können, die sie sonst nie durchsetzen könnte. Alle gucken nur noch auf Corona und merken gar nicht, wie in der Wirtschaft alles zerstört wird, insbesondere der Mittelstand. Sie merken es noch und jetzt werden sie auch langsam wieder wach und wütend, aber der Mittelstand wird zerstört. Warum wird der zerstört? Weil auch das ist Teil dieser Strategie des Great Reset. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr, kann man alles nachlesen. Sowieso heißt ja das Buch von Klaus Schwab. Genau, der Schwer schreibt da ganz los. offen und hat das Ding ja auch nochmal im Time Magazine, glaube ich, veröffentlichen dürfen, weil dieser Mittelstand schlichtweg im Wege steht. Wem steht der Mittelstand im Wege? Den großen Plattformen, zum Beispiel Amazon. Ja, der Chef von Amazon, Jeff Bezos, hat, ich glaube, im letzten Jahr um die 50 Milliarden, ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, Professor Max Otte hatte den im Kopf, als er jetzt am Freitag bei uns war. In einem einzigen Jahr 50 Milliarden mehr an Vermögen gemacht. Warum? Weil dadurch, dass wir den Lockdown hatten, die ganzen kleinen und mittleren Unternehmer nichts mehr verkaufen konnten. Der Einzelhandel kaputt ist, die Gastronomie kaputt ist und die Hotellerie ebenfalls kaputt ist. Die sollen übernommen werden, das ist der Plan, durch diese Plattform. Amazon, Google, andere werden das machen. Also durch das Silicon Valley könnte man sagen. Das ist im Moment der große Machtfaktor. Tatsache ist aber, dass wir es letzten Endes insgesamt wohl mit einer Auseinandersetzung zwischen den Bürgern insgesamt, natürlich auch den kleinen und mittleren Unternehmern, den Bürgern insgesamt und korrupten Konzernen auf der anderen Seite zu tun haben. Denn diese Truppe hat sich, das haben wir auch durch die Anhörung von Paul Schreier gelernt, diese Truppe hat sich seit bestimmt 20 Jahren regelmäßig im Rahmen dieser Davos-Konferenzen, Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum, getroffen. Und dabei ist sowas wie eine Inzucht entstanden. Die Kontrolle, die Machtmöglichkeiten der selbsternannten Konzerneliten über die selbsternannten Politikeliten ist immer größer geworden. Also wir haben eine ganz schwache Politik, die offenbar nicht mehr dem Volk, uns Bürgern, die diese Politik gewählt haben, dient und unsere Interessen vertritt, sondern auf die Kommandos der Konzerne hört. Das muss man der allgemeinen Bevölkerung langsam aber sicher klar machen. Den meisten ist es schon langsam klar geworden, dass ihre Jobs, dass ihre Unternehmen kaputt gehen, weil zum Beispiel Amazon ihre Geschäftsanteile übernimmt. Aber wenn das verstanden wird, dann muss die Bevölkerung sich auch nicht mehr gegenseitig bekämpfen, nämlich die Covid-Idioten gegen die anderen, sondern dann Gegen glaubt, Jünger Coronas. ja, gegen die Corona, sondern dann wird vielleicht was Positives dabei rauskommen, in dem Sinne, dass alle Betroffenen, alle von diesen korrupten Konzernen Geschädigten erkennen, wer der wahre Feind ist und dann sowohl der Politik als auch diesen Konzernen klar machen, wer der Chef ist. Das sind wir. Wir sind mehr, wir sind klüger.
Dr. Füllmich, umso wichtiger, dass Sie mit Ihren Klagen Erfolg haben. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Glück. Vielen Dank für dieses Gespräch.